Liebe VfL-Fans, Freitagnachmittag vor dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg und wir sitzen hier in der Mixed Zone der Bremer Brücke mit VfL-Stürmer Luke Ihorst zu einem ersten kurzen Interview. Luke, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Freue mich auch, danke. Du bist seit diesem Sommer bist du jetzt beim VfL Osnabrück und auch dein erstes Tor hast du für die Lila-Weißen bereits erzielt. Kann man jetzt so langsam sagen, du bist so richtig angekommen? Ja, also es ist auf jeden Fall hilfreich so als Stürmer. Wenn man mal früher in der Saison schon mal ein Tor gemacht hat, dann fällt so ein bisschen so der Stürmer, die Stürmerlast ab, so hast noch kein Tor gemacht, so diese Geschichte. Aber ich glaube, angekommen war ich vorher auch schon. Also allein mit Einsätzen schon, da habe ich mich schon sehr drüber gefreut, überhaupt zum Einsatz zu kommen. Also ich habe jetzt noch nicht viele Mannschaftswechsel miterlebt in meinem Leben, aber also viel leichter kann ich es mir nicht vorstellen, da ich das irgendwann nochmal irgendwie besser erleben werde. Du stammst gebürtig aus Damme, das ist ja quasi in der Osnabrücker Nachbarschaft, wenn man so möchte. Und aus deinem Wohnort ging es für dich in der Jugend in das Leistungszentrum vom SV Werder Bremen. Jetzt die Leihe nach Osnabrück. War die räumliche Nähe zu deiner Familie und zum Wohnort in Damme, war das ausschlaggebend für deinen Wechsel nach Osnabrück? Ja, ich hatte ja schon mal damals gesagt, also Osnabrück war schon immer mal für mich im Kopf ein Thema, weil ich auch damals hier selber im Stadion zugeguckt habe und mit angefeuert hatte. Und ja, also es ist auf jeden Fall schön hier, das jetzt mal selber auf dem Platz mitzuerleben zu können und nicht von den Rängen. Aber auch mit Freunden, damals mit der Fußballmannschaft oder so, dann gab es mal so kleine Events, wo man hier mit der Mannschaft dann zugucken, auch mal einlaufen durfte ich auch mal, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr damals, ich glaube mit Björn Lindemann oder so, ich weiß nicht, 2010 oder so irgendwie so. Okay. Das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsspieler damals. Früher war das auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, also sehr besonders so. Hier in der Nähe das nächste Stadion zu meiner Heimat gewesen und das war auf jeden Fall immer ein Highlight, hierher zu kommen. Als Stürmer bist du naturgemäß fürs Toreschießen verantwortlich. Ist es nur das oder wie würdest du dein Spiel und die Erwartungen des Trainerteams an dich und dein Spiel beschreiben? Ich glaube, hier beim VfL Osnabrück ist als Stürmer auch eine Riesenaufgabe mit zu verteidigen, damit man, also hier musst du auf jeden Fall mit 11 Leuten das Ding hinten dicht halten, damit es funktioniert, finde ich. Und das ist auch das, was wir im Moment sehr gut machen und, so, und uns zum Teil auch auszeichnet, finde ich. Apropos Trainerteam, du hast mit Marco Grote bereits in der Jugend bei Werder zusammengearbeitet, jetzt seid ihr wieder aufeinander getroffen. Die Frage hast du wahrscheinlich auch schon in der letzten Zeit öfter mal gehört. Aber ist er noch derselbe Team, derselbe Typ oder hast du eine Veränderung bei ihm gemerkt, jetzt seit er Profitrainer ist? Nee, also ich finde auf jeden Fall sehr ähnlich. Natürlich der Umgang mit den Spielern musste etwas anpassen, weil sonst werden sich ein paar Leute wahrscheinlich umgucken. Aber jetzt auch Übungen oder so, kann ich zum Teil den Jungs schon vorher mal sagen, was wir machen. Wenn ich sehe, wie das aufgebaut ist, dann fragen sie schon, kennst du das? Und so, ja, habe ich schon mal gemacht. Aber sonst hat er sich vom Typ her, hat er sich nicht verändert? Nein, auf keinen Fall. Also positiv eigentlich. Dass er ja, das finde ich auf jeden Fall ist ein sehr positiver Aspekt, das so zu machen. Ja. Du hast am Bremer Osterdeich bereits mit den Profis trainiert bei den Grün-Weißen. Fühlt sich nun alles etwas anders, ja, wo du selbst die letzte Hürde genommen hast? Fühlt sich da alles irgendwie ein bisschen anders an? Und wie groß sind die Veränderungen vom Nachwuchs zum Profibereich für dich? Ja, ich hatte ja jetzt so ein halbes Übergangsjahr, was durch Corona jetzt abgebrochen wurde letztes Jahr. Durch die U23 habe ich ja, ich weiß nicht, 20 Regionalligaspiele gemacht. Und da habe ich eigentlich so einen Übergangsschritt machen können quasi. Also es ging nicht direkt jetzt in die Bundesliga hierher oder auch nicht in die erste Bundesliga, sondern ich hatte dieses Zwischenjahr in der Regionalliga. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, finde ich, so ein bisschen in die... Inwiefern hat dir das geholfen? Ja, also was der größte Unterschied ist zur Jugend, finde ich auf jeden Fall die Intensität, die Härte der Zweikämpfe. Und das, finde ich, ist auch in der Regionalliga auch schon so und da konnte man sich dann schon dran gewöhnen. Deine Leihe, die läuft hier in Osnabrück 2 Jahre lang. Aus meiner Sicht ist das ein Vorteil, weil du deine persönliche Entwicklung auch mit ein bisschen mehr Ruhe vorantreiben kannst und der Verein natürlich auch mit ein bisschen mehr Ruhe dich aufbauen kann, beziehungsweise auch die Gewissheit hat, okay, wenn es ja, sagen wir mal, nach 3 Vierteln der ersten Saison gut gelaufen ist, dann müssen wir uns nicht schon wieder damit befassen, wen wir möglicherweise als Ersatz holen. Das ist ja aus meiner Sicht ein absoluter Vorteil. Wenn du vorausblicken müsstest, wo willst du im Sommer 2022 stehen? Welche Ziele hast du dir persönlich gesteckt bis dahin?
Also mein größtes Ziel ist auf jeden Fall, mich erstmal weiterzuentwickeln und mich an den Profifußball zu gewöhnen und mich zum Teil auch zu etablieren und ja, erstmal klarzukommen war das Ziel. Das finde ich, klappt im Moment schon ganz gut. Okay, beschreib dich mal privat. Was bist du für ein Typ? Welche Hobbys hast du? Was machst du so abseits vom Fußballplatz? Ja, im Moment ist es schwer, jetzt so mit den Freunden irgendwie was zu treffen, weil man ja durch Corona sehr eingeschränkt ist und sich da halt nicht in die Kontakte von den anderen einlinken will, dass man dann quasi auch irgendwann in Quarantäne muss? Ja. Ja, deswegen zurzeit soziales Leben eher in den Hintergrund gestellt und dann, wenn dann über PlayStation oder so, redest du mit den Kumpels oder mittlerweile auch mit den Jungs hier, zockt man auch eine Runde zusammen, ja. Gehen wir mal vor Corona. Was machst du sonst abseits vom Fußballplatz? Ja, also das Hauptthema in meinem Leben bleibt trotzdem der Fußball auf jeden Fall. Und ja, was mache ich sonst? Ist auch schon lange her, dass man, ja, das stimmt, dass man irgendwas machen durfte, aber. Ja. Fällt mir Klassiker, Kino, essen gehen. Ja, ich würde eher sagen sogar, dass ich die meiste Zeit trotzdem zu Hause bin. Auch jetzt mit der 14-Tage-Quarantäne-Zeit, die wir hatten, da habe ich auch schon zu den meisten Jungs gesagt, ja, ich wäre so oder so wahrscheinlich trotzdem zu Hause geblieben. Also ich bin schon gern zu Hause und ja. Spätestens seit deinem Premierentreffer gegen Darmstadt 98 ist die Aufmerksamkeit um deine Person nochmal gestiegen. Hast du sicherlich auch schon bemerkt. Du hast einige Medientermine. Auch wir als VfL-Medienteam haben immer mal wieder eine Anfrage, so wie heute zum Beispiel. Wie geht man als junger Spieler eigentlich damit um, wenn plötzlich so alle so ein bisschen an einem zehren und alle ein bisschen was von einem wollen? Wie ist das? Ja, es ist auf jeden Fall ungewohnt jetzt. Das ist auch das, was neu dafür für mich dazukommt, halt jetzt mit dem Profibereich, das mehr Aufmerksamkeit hat. Und ja, es ist auf jeden Fall etwas ungewohnt, so dass Leute auf einen zukommen und was von einem wissen wollen und die Meinung interessant ist. Aber ist das alles relativ leicht noch für dich handelbar oder fühlst du dich da manchmal irgendwie ein bisschen überfordert oder sagst du dir einfach, naja, das gehört jetzt halt dazu, ich muss da halt durch? Nee, und ja, also ich denke schon, dass es dazugehört und durch euren Support. Nein, also so viel ist jetzt im Moment ja auch noch nicht. Alles noch machbar. Eine Frage haben wir noch. Stand heute hat der VfL 10 Punkte auf dem Konto. Wie gesagt, es ist noch der Freitag vor dem Regensburg-Spiel. Bisher ging keine Partie verloren. Hättest du euch als Mannschaft so einen Saisonstart zugetraut? Und wo soll es noch hingehen? Ja, zugetraut würde ich sagen schon. Also es war immer schon die Rede in der Vorbereitung, dass wir nicht nur gegen den Abstieg spielen wollen, sondern dass wir dieses Jahr einfach auch mal mehr erreichen wollen. Und ja, jetzt nicht das Hauptziel, einen Abstieg zu verhindern. Das war nie unser Ziel, glaube ich. Dann sind wir sehr gespannt, wie das alles noch weitergeht in diesem Jahr. Für dich persönlich und natürlich für die gesamte Mannschaft. Wir bleiben an der Entwicklung dran und wir werden uns sicherlich im Laufe der Saison nochmal wieder unterhalten. Das war, liebe VfL-Fans, für den Moment das erste kurze Interview für VfL TV mit VfL-Stürmer Luke Ihorst. Und ja, Luke, wir drücken alle Daumen, dass es dann in Regensburg am Sonntag A zu einem weiteren Einsatz und vielleicht ja zu einem weiteren Treffer langt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.